Cannabiskonsumenten werden verfolgt, gebrandmarkt und zu Schwerverbrechern gemacht, während sich die Macher der Gesetze, die Politiker im Bund und in Landtagen, in den Festzelten die Hucke vollkippen. Wir möchten, dass Mängel melden so einfach ist wie Snapchat oder Instagram oder Twitter zu sich sagen. Und daraus resultierend nehmen sie dann auch billigend in Kauf, dass diese Menschen Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt und zum Teil getötet werden. Wir fürchten die Bürgerinnen und Bürger nicht, sondern wir ermuntern sie, sich in demokratischer, in rechtsstaatlicher Weise an der Diskussion und an der Entscheidung von Gemeinwohlfragen zu beteiligen. Und die Aufzeichnung und Speicherung, wer wann wo, von wo, mit wie lange mit wem spricht, und zwar von allen, nicht nur von Gefährdern und Terroristen, sondern tatsächlich von allen. Der Tarifdschungel ist kein freiwilliges Abenteuerland. In dem Dschungel bringt nichts zu schreien. Ich bin Fahrgast, holt mich hier raus. Wir haben am Ende da gesessen, haben gesagt, wir können alle mit 5% Quorum leben. Dem haben alle zugestimmt. Leider ist das Ganze im Zuge der ganzen Verhandlungen, Sie erinnern sich vielleicht, alles hängt mit allem zusammen unter die Räder gekommen. Und ob jetzt eine Weiterbildung erfolgreich ist oder sinnvoll ist oder nicht, entscheidet nicht mehr, ob das online stattfindet oder in Präsenz stattfindet, sondern das Konzept an sich. Wann starten Sie, liebe Landesregierung, denn endlich ein Programm, um alle Menschen in Nordrhein-Westfalen über die Rechte der Kinder zu informieren und die dafür erforderlichen Mittel bereitzustellen? Die SPD etwa 490.000 Euro im Jahr, die CDU etwa 450.000 Euro im Jahr und die FDP-Fraktion sogar den größten Batzen, wenn man das mal hochrechnet auf die SPD-Fraktion. Das sind nämlich 192.000 Euro, wenn ich das hochrechne, fast 1 Million Euro an Sonderzulagen. Nur die Grünen stechen ein bisschen raus nach unten, fast schon löblich mit 62.400 Euro Zulagen im Jahr. Und da gibt es dann noch eine fünfte Fraktion, das sind diese Piraten, die zahlen keine Zulagen und halten sich an das Urteil. Wissen Sie was, die Grünen sollte man bei diesen ganzen Pro-Legalisierungsdemonstrationen und der Hanfparade und sonstigen Veranstaltungen von der Straße jagen, denn Lügner haben dort nichts zu suchen.